Ich soll den Basketball. Ich bin Kelvin. Ich bin Marvin. Und heute ein neues Horror-Game. Und zwar Buried Alive. Leute, wir werden lebendig begraben. Ich weiß nicht, ob freiwillig oder aus Versehen. Ja. Und darum geht es in dem Horrorspiel. Ganz crazy. Die Vorstellung ist erstmal, das ist eigentlich das Schlimmste, was einem passieren kann. Absolute Horrorvorstellung. Begraben, Digga. Also, eine Tonne Erde. Ahnung, was ich da machen würde. Ist sehr grässlich. Kennst du den Film Kill Bill? Wo die sich so hochgeschlagen hat? Ja, da ist sie so rausgekommen. So würde ich das auch machen. Genau, genau. Ja, Mann. Aber okay. Sehr creepy, der Gedanke. Auf jeden Fall Daumen hoch für mehr solche Horror-Games. Ja, Mann. Daumen hoch. Und ja, Mann. Davon. Du fängst an, Bruder. Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, Leute. Für keine Videos zu verpassen. Let's go. Let's go, neues Spiel. Mein Vater hat immer gesagt, für die Liebe muss man kämpfen. Heute bin ich entschlossen zu kämpfen. Wir sind direkt schon begraben. Oh, oben steht Sauerstoff und Leben. Oh Mann, wir sind schon Shit, drin. Shit, wir sind drin einfach. Was zur Hölle? Dann war es doch aus Versehen. Okay, calm down. Okay, ruhig, Bruder. Wie ist das passiert? Ich hab direkt Panik geschoben. Okay. Okay, das Letzte, an das ich mich erinnere, ich hatte einen Junggesellenabschied und wir hatten uns richtig betrunken. Oh, shit. Unser Handy geht sogar krass. Das ist krass. Direkt Polizei rufen. Hannah? Jack! Jack. Thank God. Bitte hol mich hier raus. Hannah? Hannah! Wo bist du? Honey, ist sie auch da drin? Es ist so dunkel, unheimlich hier drin. Hannah, can you hear me? Die ist auch in dem Fuck. Oh shit. Digga. Wurden wir entführt? Ist so irgendwann ein Scheiß gebaut. Es wurden wir entführt, Alter. Soll ich erstmal Feuer anmachen? Okay. Ein Messer im Bein. Alter. Oh. Oh, wir wurden. Nein, zieh nicht raus, Alter. Nein. Okay. Schnell raus. Dann verblutet der. Das war jetzt dumm. Oder eigentlich jetzt oder Wunde, das, um eigentlich Wunde zubinden jetzt. Okay. Eigentlich in der T-Shirt, ne? Er blutet aber nicht, alles gut. Okay, okay. Alter. Nagel? Oh. Hände? So, Hände, Feuerzeug, what the Messer. Okay. Zieh mal Nagel raus. Mit den Händen Hände, rausziehen, ne? Oh. Oh, wir haben uns verletzt. Oh nein, wir verlieren Leben. Ah, okay, wir müssen gute Entscheidungen treffen. Oh, ich glaube, durch das Messer haben wir auch Leben verloren. Ich glaube, das war schon eine Entscheidung. Feuerzeug? Macht das Sinn? Eher Messer, ne? Mach mal Messer. I need to pry out all the nails. Okay, leg los, Bruder. Komm, schaffst es. Okay. Okay. Mit dem Messer, okay, dafür haben wir das wenigstens. Ja. Wir müssen uns irgendwie herauskämpfen, ey. Boah, Sauerstoff schon richtig wenig, Bruder. So schnell geht das? Oh shit. Ah, hier, noch mehr Nägel? Ja. Mit dem Messer rausholen. Boah, wir sterben gleich. Der hat zu viel Panik. Ich glaube, wir kriegen aber. Der muss sich beruhigen. Ja, wir müssen schnell irgendwie ein bisschen Luft da machen. Damit wir da ein bisschen. Oh shit. Wegen der Panik auf jeden Fall, ne? Dreht der so durch? Beruhig dich, Bruder. Hoffentlich kommt jetzt ein bisschen Sauerstoff rein. Damn. Verdammt. It's getting hard to breathe. Okay, mach. Sag, Deckel, schnell. Oh, schlossen. Er hebt hoch. Hoch damit. Was? Something else is holding. Etwas anderes hält den Deckel auf. Nein, wir haben keinen Sauerstoff mehr fast. Bist du da? Sag, Deckel. Nochmal hochdrücken. Ja. Nimmt Feuerzeug Sauerstoff weg? Das frage ich mich auch gerade. Oh. Ja, ne? Something else is holding the lid. Okay, wir können das nicht aufmachen. Mach Feuerzeug an, Alter. Ja, schon mal Feuerzeug an. Was können wir hier noch machen? Ein bisschen was? Sargdeckel? Warte, kannst du es abbrennen? Okay, dann verbrennen wir. Okay, tot. Okay, krass. Okay, ich bin dran. Das heißt, wir müssen geschickt. Die Vorangehensweise war vielleicht nicht so schlimm. Genau, wir dürfen nicht viel Sauerstoff verlieren. Genau, darum. Und nicht viel Leben verlieren. Ja. Also, wir müssen jeden Move gut timen. Ja. Können wir nicht anrufen? Wir gucken jetzt mal, dass wir es anders machen können. Handy? Okay, ich benutze mal Feuerzeug erstmal nicht. Genau, das jetzt nicht benutzen. Vielleicht geht es schneller weg. Ja. What the hell? Handy, Licht? Oh. Oh, das vielleicht macht geht das. Ich glaube auch vom Feuerzeug. Okay. Ja. Last thing I remember. I had a bachelor party. Wir können auch Polizei rufen und nicht. Jack, thank God, please. Und ich zieh das Messer auch noch nicht raus, Hannah, weil dann atmet er zu viel. Honey, where are you? Jack, Panik und so. It's so dark and scary in here. Hannah, can you hear me? Okay. Fuck. Ich hoffe, wir können die auch noch retten. Okay, Messer ist mal nicht. Feuerzeug. Warte, wie kann man das Handy jetzt nehmen? Sie fragt. Das ist die Sargwand? Dann geht der nach oben. Aber Wand ist hinten. Oh. Oh. Das kann ich hinten aufschlagen, erst auftreten. Ja, genau. Warte. Oh, warte, war noch was? Wand? Ja. Achso, okay. Aha.
Oh, ist offen? Aber hast du es getan? Ich hab ein bisschen Leben verloren, warte, ich mach mal Feuerzeug. Ach, ist was. Oh, okay, da hinten ist irgendwas auf. Meinst du, jetzt kann ich den Deckel aufmachen oder nicht? Das ist die Frage, Messer oder nicht? Das machen wir zum Schluss. Ja. Kann sag Deckel. Testen mal oben, ob das was gebracht hat. Vielleicht durch was. Okay, dann. Something else okay, is holding the lid. Da konnten wir noch nichts machen? Okay, nein. Mann. Vielleicht jetzt die Nägel als nächstes? Jetzt die Nägel? Meinst du, das dann hat müssen das? Wir das Messer rausziehen. Ne? Irgendwas ist noch, ja. Was mit dem Handy? Kann ich das nicht? Ich kann leider, das nicht nehmen, leider das Handy wie nicht dumm. Nehmen, das Ding. Das hätten wir damit Licht machen können. Ja. Es gibt nur Nägel und Messer. Okay, dann müssen wir jetzt, wenn wir wenigstens und Deckel. Die Sargwand aufgemacht, dann würde ich sagen, jetzt. Okay, soll ich. Okay. Das gleiche wie eben. Ich ziehe Messer aus, ich mach Feuer weg. Aber ich glaube, der Sauerstoff kommt sogar wieder. Ach, krass. Vielleicht dadurch, dass wir Luft geschaffen haben. Ah, Sargwand, da kommt jetzt Luft raus. Stimmt, stimmt, stimmt. Okay, nice. Weil das hätte uns eben gefehlt. Ja, okay, Nagel, Messer. Ich lasse Feuer erstmal aus. Mhm. Guck, wo Sauerstoff kommt. Sehr gut. Okay, nice. Rein. Leute, Game Changer. Wir haben eine Luftzufuhr hier am Start, da kannst du auch Feuer anmachen. Gucken, ob das auch. Okay, es wird sehr weniger. Durch Feuerzeug, ich mach's auf jeden Fall aus. Messer. Erstmal die Nägel rein. Er atmet auch diesmal nicht so krass. Ja, wir sind ein bisschen entspannter, ne? Ja. So, Messer. Was, wenn ich die mit Feuerzeug gemacht hätte? Dann wären die heiß geworden, hätte ich dann irgendwas machen können. Ich frage mich auch, hätte das einen Vorteil gegeben? Es gibt nichts mehr außer Deckel, hä? Moment. Vielleicht war das wegen den. Egal, okay, wir testen. Verliehen am Leben, ne? Bin gespannt. Würde es ein bisschen Kraft kosten jetzt, Leute, aber. Wir wollen wissen, haben wir was erreicht? Ja! Mann, oh mein Gott. Let's go! Wir können zu unserer. Oh, okay, shit. Die Frage ist, sind wir jetzt draußen direkt? Oh, Schlitz. Hände? Oder? Hände? Oder? Was macht er? I need something longer here. Oh, was Längeres? Haben wir schon mal Hoffnung, Leute, wir kommen hier raus. Okay, nice. Da müssen wir noch unsere Freunde hier retten, ist das. Ne? Ah, nice. Let's go. Und dann müssen wir klären, wie wir da reinkommen. Okay. Hier ist das. Klatschen uns da rein. Okay, sind aber nicht unter der Erde, ne? Mach mich auf, was das für in irgendeinem Verlies oder so. Ja, man war ja auf einer Party betrunken und wir haben uns irgendwie random reingepackt, ne? Krass, okay. Wir sind hier. Zum Teufel bin ich. Hannah, are you there? Hannah, bist du da? Honey, can you hear me? Jetzt kannst du mich hören. Die ist doch neben uns. Is anyone there? Can anyone hear me? Das ist eine andere Säge. Okay. Wo ist es, Hannah? Hannah Montana, wo bist du? Ist so. In welchem Tempel, Alter, sind wir ja, Junge? Tempel Run, Alter. In Ägypten oder was? Hä? Oh, Leute. Geht's weiter? Ist jetzt richtig los. Ach, krass. Also können wir nicht rumgehen. Ich dachte, das. Ich dachte auch, das wäre ein Gamers. Ja, ich dachte, das so Spiel. So POV, ne? By all appearances, there should be a second skull here. Oh, geht's hier richtig ab noch? It's a very strange shape. Wir brauchen noch einen Schädel. Okay. Meint der Gott. Wahrscheinlich können wir dann irgendeine Tür öffnen oder so. Ne? Ja. Ich dachte auch, das spielt sich jetzt nur im Sarg ab. Hab ich auch gedacht, so POV. Da sind wir echt in einem Tempel hier, ey. Untersuchen. Glückwunsch, Jack. Du hast es geschafft, aber du solltest dich beeilen, denn ich habe deine Verlobte sehr tief begraben. Oh. Ey, wer ist das? Puh. Und sie wird nicht von alleine herauskommen. Wie finden Sie sie? Frag Frederik Simons. PS, das mit dem Bein tut mir leid. Oh, wegen dem Messer, ne? Ja, Mann. Ich habe das nicht geplant oder so. Aber so macht es mehr Spaß, oder? Jo, ist einfach der Game Master, Alter. Ich schwöre, ist der Game Master. Oh, shit! Hannah, Hannah, can you hear me? Ich bin hier reingefallen, Bruder. Das sind einfach. Hier ist ein Schädel. I need a skull with a fractured frontal lobe. Oh, shit, der muss irgendwie bestimmt aussehen. Ah, so ein bestimmter Schädel. Doesn't look like what I'm looking for. Okay, der sagt wenigstens, sieht nicht so aus wie der. Oh, shit. Oh, ey, der ist echt ein. Ist einfach eine Mumie, Bruder. Wir sind hier irgendwo in Pyramide drin, Alter. Das ist alles in Ägypten oder so. Okay, das waren nicht die Schädel. That's not what I need. Nicht, was wir der brauchen. Richtige Schädel. Oh, that skull is smashed. Oh, das ist, was ich brauche. Ja, den braucht er. Okay, perfekt. Nice. Wir haben ihn. Okay, jetzt müssen wir noch hoch. Okay, jetzt müssen wir wieder hoch, Junge. Die Frage ist. Okay, Tab, wir haben Hände, Feuerzeug und Schädel. Können wir da auch mit den Händen brauchen hoch? Ein Seil oder. Ach, das ist ja gar nichts. Nee, hier von den. Vielleicht ist hier irgendwo ein Knopf oder so. Guck mal, wo man vielleicht kann. Oh, hier. Ah. Ah, nice, können wir so ein bisschen. Okay,
Klettern. Let's go. Le parcours. Let's go. Nice. Okay, wir haben den Schädel. Verdammten Schädel, Alter. Oh, das bin ich einfach runtergedrippt. Krass. Einfach voll die Falle. So, rein damit. Sieht aus wie Temple Run. Ja. Anders als 3D-Spiel ist das. So. Wow. Okay, Geheimgang. Das ist ein Geheimgang. Oh. Oh, großer Türschlüssel. Und wieder ein Hinweis. Jack, du fragst dich wahrscheinlich, was zum Teufel hier los ist. Mhm. Und wessen Überreste das sind. Nun, das sind meine biologischen Eltern. Jo. Sie heißen Emily und Luke. Sie waren unsterblich ineinander verliebt. Hm, wirklich wahnsinnig. Eines Tages erwischte Luke meine Mutter beim Flirten mit einem anderen Mann. Ohne lange zu überlegen, nahm er einen Schläger und schlug seinen Rivalen zu Tode. Emily versuchte, ihn aufzuhalten, was Luke nur noch wütender machte. In einem Wutanfall schlug er auch sie und brach ihr den Schädel auf. Boah. Sie werden fragen, wo ich war. Ich war blutüberströmt und sah schweigend zu. Oh, das ist ich glaube, deswegen hat er einen Knacks bekommen. Ja, Mann. How awful. Macht Spielchen jetzt hier, ey. Wie furchtbar. Okay, wir haben einen dicken Schlüssel. Oh, wir können aufmachen. Vielleicht ist hier unsere Freundin drunter. Ja, aber ich glaube nicht, dass sie so schnell da ist. Weil die meint, der tief begraben. Ja. Aber wir gucken trotzdem mal. Stimmt. Macht der diese komische auf, Alter? Wir sind neugierig. Egal. Wir brauchen alles, müssen alles looten. Ja. God, there are two skeletons without skulls. Oh, nice, ein Seil. Nimm den Rope. Die nächste Falle schön aus. Das kann man hier immer gebrauchen. Ja. Zum Glück haben wir es genommen. Wir müssen es überall umgucken, falls hier irgendwas ist. Eigentlich. Nicht, dass hier noch irgendwelche Fallen sind. Ja, man muss mal auf den Boden gucken. Okay, der Schlüssel. Oh, hierfür war der Schlüssel. Brecheisen, nice. Perfekt. Stark. Okay. Was auch immer, ich erzähle dir, was mit meinen Eltern als nächstes passiert ist. Oh, man kriegt immer so Stück für Stück mit. Okay. Ne? Als Lukas klar wurde, was er getan hatte, schleppte er die Leiche meiner Mutter in diese Gruft. Er legte sie in einen Betonsack und legte sich neben sie. Meine Mutter war noch bei Bewusstsein, als Luke sie fest umarmte und den Deckel des Sarkophags schloss. Wie konnte ich das wissen? Ich habe ihm geholfen, den verdammten Deckel zu bewegen. Ja, ja, mein Vater hat sich lebendig begraben, zusammen mit seiner blutenden Geliebten, weil er sich ein Leben ohne sie nicht vorstellen konnte. In diesem Moment habe ich verstanden, was wahre Liebe ist. Und du, Jack, was würdest du für deine Hände tun? Junge, was mit dem Vater? Der verlangt, der schlägt die tot? Ey, der will das kompensieren, indem wir das jetzt auch durchleben. Ja, dann begräbt er sich mit seiner Mutter, Alter. Alter, wie krank. Und sagt dem Sohn, der soll Deckel zu machen? Freunde, das kommt, wenn man keine Hobbys im Leben hat. Kein Sport, nichts als Ausgleich. Ja, Bruder, wir haben noch ein Seil, Alter. Ah, genau. Hä, wo ist das Seil denn? Das Seil, haben wir ein Inventar? Haben wir aufgehoben, oder? Ach, der ist weg. Oh, umgetauscht? Geh mal auf Seil, haben wir noch ein Inventar oder so ein größeres? Oh. Ah, ich kann Fackeln anmachen. Schönen Vibe, Leute. Ja, Mann. Erstmal gemütlich machen hier. Muss. Ja, das Seil war. Hä, ich hab das doch genommen. Wir haben es auf jeden Fall genommen, ne? Hä, das ist einfach weg. Ja, voll komisch. Hat zur Nacht noch was aufgehoben, dass es vielleicht auf dem Boden liegt? Ja, die Brechstange. Die war ja. Hier. Auf dem Boden. Hier war die Brechstange. So, liegt da nicht, ne? Komisch. Komisch, Mann, du wusstest das ja. Vor allem, ach, vielleicht müssen wir mit der Brechstange noch irgendwas machen. Kann auch so. Ist irgendwas totklatschen noch? Oder auf. Vielleicht die Fässer kann man auch machen. Ja, überall testen. Hier. Ja, ja. Ah. Oh, nice. Gut. Oh, Haken. Aha. Okay, das nehmen, war das gut, Leute. Oh, nice. Sieht aus wie Schlange. Ich hau das noch kaputt hier. Oh, nix mehr. Waren sonst noch Fässer hier? Nee, ne? Glaub nicht sogar. Okay, wir haben Haken. Okay, nice. Let's go. Perfekt, Leute. Klettern. Let's go. Okay, wo kommen wir jetzt hier raus, Alter? Let's go. Oh, next level. Okay, witziges Game, Alter. Hör mal. Ganz anderes. Finden Sie das Grab von Frederik Simons. Okay, Taschenlampe am Start. Endlich neue Notiz. Jack, lass dich nicht vom Friedhofswärter erwischen. Aha, da läuft einer oben. Er leidet an einer Art Altersdemenz oder so. Ich habe ihn mit meinen häufigen Auftauchen verärgert und jetzt ist er gereizt. Der arme Kerl muss gedacht haben, ich wäre eine Art Grabräuber.
Aber wir wissen beide, dass das nicht stimmt. Übrigens hat er einen Schläger bei sich und hat mich damit schon ein paar Mal geschlagen. Also geh nicht in seiner Nähe, wenn du Hannah retten und am Leben bleiben willst. Viel okay, Glück. Hier rennt jemand. Oh, da ist jemand. Oh, also der schlägt uns, Leute. Wir müssen aufpassen. Okay, vor dem fernhalten. Ich würde sagen, wir holen die Brechstange raus, oder? Ja, es sieht auch aus wie das Friedhof-Game. Ja, Mann, voll dabei. Meinst du, wir können Leute, ihn hauen? Wer kennt das Video? Ich hab Dings nicht mehr. Da waren wir auch in Wärter nachts. Meine Brechstange ist weg. Okay, war klar, dass oh, wir... Oh, shit. Klatsch. Wir müssen vorne weggehen. Ist sogar groß hier. Okay, krass. Lass mal looten. Wir gucken, was hier geht. Okay, wir wollen nicht erwischen lassen. Er ist auf jeden Fall gereizt. Ich geh mal hier rein. Oh, da liegt was. Ja. Was ist das? Erste Hilfe, oh. Oh, nice. Wir können Leben verlieren. Falls er es auch schlägt, ne? Können wir uns erschießt uns. Kleines Medikit. Okay, ist groß. Sehr groß, ne? Ist richtig groß. Ja, solange wir außen lang gehen, sieht er uns eigentlich nicht. Ne? Ja. Okay, wir müssen Hannah finden, die ist tief vergraben. Was war das? Gut. Das kam von hier, Bruder. Ein Zeichen da gezeigt. Oh, 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 oh. Sieht er uns? Wieder der Hust, Alter. Oh, shit. Okay, der ist schon auf Trab, der gute. Hello, Neighbor, Alter. Okay, das ist so ein komischen Dinger. Ich glaube, wir müssen da so. Der geht da hinten lang. Ich gehe außen rum. Mhm. Da leuchtet irgendwas. Ja, ja, Mann. Meinst du, er sieht uns? Wenn wir so außen bleiben, ist eigentlich safe bis jetzt, ne? Ja. Oh, ja. Ganz viele Tote. Oh, das ist eine Hütte. Gehen wir rein. Okay, wild. Was ist das? Thema aus, ein Stein. Ich hab einen Stein. Okay, okay, sind Gräber und so. Bestimmt sein Arbeitsraum. Ja, Mann. Werkbank. Können wir uns hier verstecken? Tür ist verschlossen. Mhm. Greifen. Hä? Können wir. Oh, müssen wir uns vielleicht verteidigen, wenn er gleich. Schau mal hier. Falls der kommt, oder? Oh ja, Mann. Ein bisschen blockieren. Ein Chemiefass, was ist da? Okay, mit dem Stuhl vielleicht irgendwo hoch. Mhm. Guck mal nach oben. Was ist da? Oh, guck mal da oben. Ist ein Dachboden. There's some junk upstairs too. Oh, kommt. Ja, versteck dich. Und dann müssen wir gleich den Stuhl. Vielleicht da hoch tun, um dann da oben was zu nehmen, ja. Weißt du? Oh oh. Er denkt, er merkt was wegen dem Stuhl. Oder ist man in der Nähe draußen? Der ist da. Leute, kommt auch raus. Auch uns ungesund, lass das. Oh shit. Also, was will reinkommen? Chillen. Boah, rein. Oh Gott. Der wird das vielleicht merken wegen dem Stuhl. Bleib ruhig. Oh Gott, ist das ein Mensch? Ist der drin? Oh shit! Oh shit! Oh mein Gott, aber egal, der ist ein. Der hat mir ein bisschen Leben abgezogen. Ein alter Sack, der packt uns nicht so schnell. Oh Gott. Where did he go? Wo ist er hingegangen? Okay, der ist ein bisschen verpeilt. Okay, der ist ein bisschen verpeilt, der Bruder. Ich denke, da war was zu holen. Oh, das ist noch ein Stein. Könnte doch locker abwerfen, oder? Meinst du? Ich hab keine Waffe, Bruder. Direkt Stein gekauft, Leute. Okay, wir müssen oben. Hier ist auch wieder ein Stein. Stimmt, Thema abwerfen. Ausgewählt. Ah, vielleicht kann ich den ablenken. Ja, Mann. Aber der ist uns gar nicht auf dem Fersen. Leute, easy, easy, easy. Oh, so. Dicker Rabe. Okay. Damit können wir den wenigstens ablenken ein bisschen. Okay, müssen wir dann in seine Crib? Wo ist der Bruder? Da müssen wir noch was holen, ne? Warte, was ist der? Ich seh den nicht mehr. Geh mal in die Nähe. Und dann können wir den immer noch ablenken. Was ist da hinten? Was leuchtet? Oh, siehst du was? Mhm. Was so. Bedeuten? Achso, waren also reflektierten. Ah, wir müssen noch ein Grab finden von irgendjemand. Ah ja, von Simon, wie hieß der? Simon, keine Ahnung. Irgendwas, Leute, Simon. Wie hieß der Bruder nochmal? Wir müssen alles durchlesen. Oh. Eine Schaufel hinter dem Haus, Wächter. Okay, hinter dem Haus ist Wächter, ist eine Schaufel. Stehen hier auch Namen? Nee. Oh shit, ich häng fest. Oh mein Gott. Nein. Nein. Glitch oder was? Ich häng fest, Bruder. Nein. Okay, ich kann ducken. Leute, shit. Das tut immer so weh, wenn ein Spiel glitscht. Nein.
Die Frage ist, was ist jetzt gespeichert? Oh nein. Oh mein Gott. Kannst du speichern? Aber nee, lieber nicht, nicht, dass das gespeichert ist. Ich glaube, es ist gespeichert, aber... Ungefähr der Ort, ne? Ja. Okay, wir sind wenigstens dort da. Okay, wir haben eh nicht viel erreicht hier, ne? Ne, wir müssen eh noch Steine. Da bitte. Okay, hinter der Hütte ist genau. Irgendwie eine Schaufel. Genau, fetter Tipp. Und wir müssen noch ein Grab finden. Ich guck mal schnell das Grab hier an. Oh, was ist das? Tom, ne. Christoph? Okay, ne, das ist Christoph. Okay, hinter der Scheune. Und wir gehen direkt in die Scheune rein, oder? Ja, man, direkt straight mit dem Stuhl. Kannst du hier packen? Oh, ich kann den sogar nehmen. Okay, genau. Gott sei Dank. There's some junk upstairs too. So, was ist da jetzt? Ich habe irgendwas genommen. Schlosspick. Damit kann ich Schlösser aufmachen. Perfekt. Und hier hinter soll eine Schaufel sein, oder was? Man kann von hier rein. Okay, wo ist die Schaufel? Ja. Ah. Na, da, perfekt. Nice. Okay, Schaufel am Start. Boah, ich wähle die aus. Ich kann den, glaube ich, hauen damit, oder? Hm. Yes, sir. Perfekt. Wenn der kommt. Nice. Okay, jetzt müssen wir nur noch dieses Grab finden, glaube ich, ne? Tommy. So, hier gehe ich nie wieder rein. Ist der nochmal Thompson, oder? Wie hieß der jetzt, Alter? Ich hab den Namen komplett versteckt. Leute, wisst ihr, wer der ist? Ist hier auch ein Grab? Mal ein Stein auf jeden Fall. Aha. Was ist das? Ist das nicht ein schöner Sarg? Hannah liegt gerade in einem solchen. Oh Mann. Humor hat er auf jeden Fall noch. Wo ist der Typ überhaupt? Oh, da hinten leuchtet. Was ist das? Hast du gesehen? Ja, Mann, da war so eine Hand, ne? Hier. Das ist ein Bug. Genau so. Geh mal rein. Da war so. Robert Williams. Besser nachmachen. Ja. Hier liegt was. Ah, war wieder so. Erste Hilfe. Medikit. Nacken. Aha. Ich hoffe, du hast den verdammten alten Mann nicht zu sehr satt. Wenn man ihn mit einer Schaufel schlägt, ist er gefügiger. Oh. Oh, dazu kam er noch nicht. Er probt und war, okay, du fragst dich wahrscheinlich, wo du den Schlüssel herbekommst. Ich gebe euch einen Tipp. Schau nach oben. Der Schlüssel ist bei diesem schwarzen Schreinending. Oh, der Rabe. Bei der Rabe? Oh. Ah, welcher Rabe? Oh, ich muss ihn abwerfen. Ah, den müssen wir abwerfen, ne? Muss er. Oh, wir haben ein paar gesehen auf jeden Fall, ne? Ah. Aber wir haben doch auch ein Dings hier. Hä, hab ich nicht was eingesammelt zum Dings? Wo ist der, Bruder? Okay. Wir gehen wieder rum, bis wir den sehen. Ja. Da war eben auch ein paar Dinger, ne? Ach, wo das noch? Was? Fliegt er? Hä? Ah, der fliegt. Da. Welches im Flug ist, wenn er okay, ich muss gucken, wie, ja, man, ist, wie man das aimt jetzt. Ja. Okay, noch höher ansetzen. Okay, bisschen höher. Nice, er bleibt noch stehen. Let's go! Stark, Mann. Let's go. Nice. Okay, und ein Zettel, Alter. Du hast keine Ahnung, wie schwer es für mich war, diese verdammte Krähe zu fangen und einen Schlüssel in sie zu stecken. Ich habe eben gedacht. Ich hoffe, du hast dir auch viel Mühe gegeben. Oh, oh, sie zu fallen. Okay, kann man nicht denken. Boah. Aber lass mal einmal den Klatsch. Schauen. Leute. Hey, stop right there! Oh, hey, stop right there! Who's oh. there? Oh mein Gott, der ist hartnäckig, ne? Who's there? Hey, stop right there! Hey, oder stop right there! Der dreht ein bisschen durch, der will nicht sterben. Oder der steckt ja alles der weg. Der will nicht sterben. Ah. Okay, wir hängen den ab. Corona auch noch. Bevor der uns noch ansteckt. Ich dribbel den. Trotz ein bisschen Slalom laufen. Jetzt geh einfach zum Schloss. Ja, Mann, straight. Okay, schnell komm. Das ist der Schlüssel. Rein da. Rein, Bruder. Bam. Okay. Nice, wir sind weiter. Ah, jetzt für... Simon. Lindsay Simonsen? Frederik Simons. Ja, der war das. Das war der Bruder. Leute, der Bruder ihn aus. Schaufel, let's go. Alter, wir sind Hitman einfach. Ja, Hitman mit Eierkopf. Prime ist da, Leute.
gerne. Leute, unsere unsere Glatze ist auf jeden Fall. Wow, clean, Mann. Mother Alter. Frisch poliert. Ist so. Ja, was brauchen wir? Ich brauche einen Bolzenschneider. Vielleicht Pförtnerhaus? Okay, da wird ein Brecheisen nicht helfen. Okay, aus dem Pförtnerhaus. Also von dem alten Mann. Ist hier auch noch was? Da war mit ein anderes Haus gemeint. Na, war dann, warum haben wir den nicht gefunden? Na, wahrscheinlich müssen wir wieder zum Opa. Zurück. Noch unseren besten Freund Opa bestellt besuchen. Opa. Oh, noch mal kurz deinen Bolzenschneider, Bruder. Das ist voll krass, weil es ist gerade sehr windig hier und im Spiel auch so ein Wind. Ja, aber es ist gerade voll intensiv. Grad, was, denkst du so, was ist jetzt echt, was ist nicht echt? Okay, Bolzenschneider. Oh, vielleicht hier. Oh, können wir das aufmachen? Oder ich habe doch eben irgendwas aufgesammelt. Oh, ein Zahlencode. Oh, Code. Okay, was sollen wir denn wissen? Sperren? Ah, okay, wir brauchen einen Zahlencode. Die Frage ist, wo kriegen wir denn her? Wir müssen gucken. Genau, alles untersuchen. Muss irgendwo Zahlen sein. Ist irgendwo auch ein Zettel oder so, ne? Ja. Okay, wo könnten wir jetzt Zahlen herbekommen? Haben wir einen Tipp bekommen? Ob da irgendwo ein Pinwand was hängt oder so? Ich hab nirgendwo eine Zahl, Alter. Irgendwelchen Gräbern oder so? Auf Krampf? Ja, natürlich ein bisschen weit hergeholt, aber. Irgendwo müssen Zahlen stehen, ja. Aber wo, Junge? Könnte überall sein. Das ist die Frage, wo sollen wir jetzt danach gucken? Shit. Das auch immer. Vielleicht ist hier was. Durch die Geister, Alter. Bei dem Sound, weißt du? Auch so gedacht, ne? Achso, ich kann mich heilen, glaube ich. Auf der gelben Tonne? Gelben Tonne? Lass mal da gucken. Welche Tonne? War die im Haus? Hier drin? Ja, guck mal. Ah. Ne, gelb. Gelbe Tonne? K.O. Kilo, Oil. Ne, Mann. Hier stehen Zahlen. 1. Geburtsjahr 1922. Ach so. Boah, woher sollen wir die Zahlen jetzt bekommen? Sehr komplex. Oder hat der alte Sack was fallen lassen? Da ist die Frage, ne? Soll ich ihn klatschen? Vielleicht lässt er was fallen. Hey, stop right there! Ja, gib mir den Code, Junge! Who's there? Who's there? Muss ich noch Who's there? Hey, stop right there! Oh! Oh! Ich kann ihn besiegen. Let's go! Wo ist der Code? Tut mir leid, du hast es so gewollt. Wo ist der Code, Mann? Rück ihn raus. Oh shit! Der Arme, ja, tut mir leid. Das können wir nicht mehr befragen. Shit, ich dachte, der hätte einen Zettel oder so. Ich dachte, der quetscht ihn jetzt noch aus oder so. Aber jetzt haben wir halt keine Nervensäge mehr rumlaufen. Auch ganz nett. Shit, okay, wir brauchen. Wir brauchen den Code. Was ist mit den Dingern, die hier so leuchten? Oder stand er auf den Zetteln irgendwo? Eine Zahl oder so? Woher die Zahl jetzt? Oder bei dem Grab, wo wir ausgebuddelt hatten? Da nochmal umgucken, ne? Naja. Ja, weil da drin ist safe ein Bolzenschneider drin. Abchecken. Das wären zu random hier, diese random Gräber, ne? Vielleicht steht hier irgendwas. DED. Jetzt keine Zahlen, aber. Da hat uns ein Vögelchen was zugeswitcht. Oh. Freundlicherweise. Oh. Brigitte. Ganz stark. Stark. Ah, von wo ist der Code, frage ich mich. 359. Wir checken ab. Im Grab, gerade gesehen auf dem Grabstein. Stand 359. Ja, Mann, das checken wir jetzt ab. Wir testen mal, ob das geht. Ganz random gerade gesehen hier auf irgendeinem random Grabstein. Ja, gut Glück, es war jetzt eine drei Zahlen. Genau. Könnte ja der Code sein. Ich hoffe, der steht gleich wieder auf. Ich glaube, da sind wir los.
Okay. Okay. So, 3, 5, 9. 9. Let's go! Nice, nice. Krass, hat funktioniert auf irgendeinem random Grabstein. Krass, manchmal muss man einfach testen, ne? Krank, Junge. Stark, Mann. Okay, wir haben Bolzenschneider. So, jetzt gehen wir wieder zum Grab zurück. Da müsste Henna drin sein, oder? Eigentlich. Das war's dann? Mal sehen. Let's go. Ob wir die dann haben direkt? So. Let's go. Gucken, wie die aussieht, ne? Henna Montana bekommen. Na, Mann, retten dich. Oder ist der Typ da drin? Da ist das Grab, oh mein Gott. Let's go. Ich hoffe, sie hat noch genug Luft. Und sie wird unseren Eierkopf noch bestaunen können. Henna. Oh mein Gott. Bist du es? Henna! Ja. Oh mein Gott! Sie lebt! Hä? Ist gar nicht dreckig, nix? Ihr geht's richtig gut? What do you want from me? Hä? Was Calm down. I'm not gonna hurt you. Give me your hand, I'll help you out. Who did this? Who buried you? Wer hat dich begraben? Hast du Henna gesehen? Ach so, das ist gar nicht Henna. I don't know any Henna. So irgendeine random Frau. I'm Sarah. Sarah. Ich war zu Hause und dann hat die Tür geklingelt. Da war ein Mann. I didn't know and he was smiling. Er lächelte komisch. And then, und dann war alles verschwommen. It's all a blur. Es ist die gar nicht krass. Einfach ein anderer. Die Leute, okay. What the hell? I have to find Henna before it's too late. Okay, müssen Henna finden, bevor es zu spät ist. Who would want that? I don't know. But I'll find out. Let's go. We have to get out of here. Okay, let's go. Okay, wir haben Verbündete am Start. Ja. Nice. Unsere Verbündete, komm. Komm mit. Komm mit hier raus. Wir holen dich hier raus. Den Opa haben wir schon besiegt. Ist so. Keine Sorge, mit uns bist du sicher. Hä? Hey, sie geht alleine einfach. Hey. Wieso, spazier weg. Einmal still. Okay, wir spazieren hier einfach raus. Ganz entspannt. Geht, weiß sie jetzt den Weg hier oder was? Ja, Mann, die kennt den Weg irgendwie verdächtig, ne? Schon verdächtig. Hä? Die sagt, wo bin ich? Die geht einfach stramm hier raus. Hier ist ein Auto, Alter. Okay, sie bleibt stehen. Das ist eine miese Karre, Bruder. Okay, das ist ein Auto. Yeah, that's my car. Das ist mein Auto, Du solltest hey, das dir mal ansehen. You should take a look at it. Warte. Bruder, die ist komisch. Warum sagt sie uns, du solltest es dir mal warum ansehen? Warum ist ihr Auto hier? Die wurde doch entführt. Das ist echt cool. Nein, die schleppt uns da rein, Bruder, 100%. What the hell? Ich wusste es. Oh mein Gott. Bruder, das macht keinen Sinn. Die geht schon vor, Bruder. Das ist abgesprochen. Ja, das ist die Freundin von dem. Ja, Mann. Die hat sich freiwillig begraben. Nein, jetzt sind wir nochmal begraben, glaube ich. Oh mein Gott, Leute, was passiert jetzt? Oh, shit. Oh, Leute, die Geschichte geht noch weiter. It's nothing personal, Jackie. Nichts Persönliches, Jackie. Sind wir Jackie? Ich glaube, wir heißen Jackie, aber sind ein Mann, ne? Oh mein Gott. War das nicht der Psycho, Jackie? Ey, Leute, wir werden komplett verarscht. Oh, shit, Alter. Wir werden echt verarscht. Ey, wohin führt das Ganze? Oh, shit. So dark. Oh, sind wir jetzt wieder am Grab? Oder in einem Kofferraum? Shit, shit. Oh, sind wir wieder. Oh, Gott. Fucking bitch. Oh, im Kofferraum. Oh, wir werden noch transportiert. Ja, vielleicht müssen wir I hier raus. Free my hand somehow. Okay, wir müssen die Hände freikriegen. Okay, Leute, wir müssen wieder kluge Moves machen. Ja, ist Jack. Ja, ist Jack, okay. Okay. Diesmal im Kofferraum das ganze Spiel. Der Bruder macht's schon selber. Der ist schon Pro. Wow. Das haben wir geübt, ne? Zu treten. Okay, let's get out of here. Hä? Warum sind wir jetzt wieder? Wo ist wir sind gerade aus dem Auto. Ach so, wir waren schon geparkt. Jetzt sind wir rausgebrochen. So. Ah, okay, okay. Okay, nice. Wir sind okay, bei denen okay. Zu Hause jetzt. Direkt hochlooten mit Waffen, ey. Oh, shit. Einen Ausweg finden. Nehmen. Okay. Damn, it's locked. Of course it is. Okay, ist abgeschlossen. Ja, Mann. Wir müssen jetzt ja, irgendwas hier Werkzeug aus diesem Brechstange Haufen so. Finden. Oh. Ja. Kassette? And what do I listen to it on? Okay, vielleicht eine Botschaft? Okay, wir haben eine Kassette. Was ist das? Ein Lunch? Wir haben gegessen, Leute. War das ein Lunchpaket? Kurz mal ein Cheat Day. Was ist das? Wir können das werfen. Ich glaube schon, können wir das anzünden hier oder was? Ey. Ja, Mann. Benzin. Werkzeug. Okay, können wir die Garage nicht einfach aufmachen, abhauen? Nehmen. Ach, ich kann auch hoch wieder wahrscheinlich irgendwo. Ja, krass. Okay. Okay, das haben wir guck mal da an der Wand, da ist ein bisschen Werkzeug.
Hier sind Schränke. First I have to move the wheel. Okay, müssen wir das hier weg? Damn, it's locked. Oh, zu. Ein Weg. Wieder Zahnschloss? Okay, wir müssen die Tür aufmachen. Ja, ja. Was haben wir denn? Kassette, Licht? Irgendwie brauchen wir noch was, damit wir das aufbrechen können. Ja. Ist so viel random Stuff. Ohne massive Stange oder so. Hä, was ist das hier die ganze Zeit? Leute, wir gehen. Das ist Lunchpakete. Phase hier. Läuft bei uns. Okay, was sollen wir machen? Warte, warum sind hier so viele Sachen drauf? Diese Flasche hier, weißt du? Ja, das ist irgendwie komisch, die wir drauf. Das wird. Ah, oh, oh. Krass. Stark, Digga. Nice, Schraubenzieher. Sehr gut. Okay, unterm Teppich einfach wild. Nice, können wir die Tür aufmachen? Knall auf, Bruder. Ja, kann er nicht. Was kommen wir jetzt damit machen? Hier ist noch ein Teppich. Ja, weg damit. Okay, da war nix. Hatten wir noch irgendwas, was wir aufmachen mussten? Guck mal, ins Auto, ist da noch was? Oh, da ist ein Zettel. Oh, Hinweis. Oh, shit. Hey Jack, wie war deine Fahrt? Sarah ist ein Schatz, nicht wahr? Sei ihr nicht böse, ich habe sie für den Fall gut bezahlt. Du fragst dich bestimmt... I have to hurry. I can't bear the thought of that maniac having Hannah now. Ich kann mir Gedanken nicht ertragen. Also. Du fragst dich bestimmt, wo deine Hannah ist. Beruhigen Sie sich. Ihr Baby atmet noch wirklich zu viel. Es ist so verlockend, ich kann mich kaum zurückhalten. Sie wollen sie ein letztes Mal sehen. Seien Sie vor Sonnenuntergang in der Westford Street, Pausen 513. Oh. Wenn du rechtzeitig da bist, kannst du sie noch lebend erwischen. PS, wenn du einen Schritt auf die Polizei zugehst, ist Hannah tot. Oh, okay, klar, geile Polizei. Und warum sieht er uns erst, dann duzt er uns? Voll komisch, ne? Mal oder was ist das für ein Typ? Hier ist wieder ein Lunchpaket. Okay, Schraubenzieher können wir nicht benutzen, komisch. Brauchen irgendwas anderes, ne? Ja. Wir müssen noch was finden. Oh, was, Bruder? Ja, geh die ganze Wand ab. Aha. Ja. Hä? Wie random soll es sein? Yes, sir. Lol. Da, vielleicht ist hier eine Wand hinter. Ach du Scheiße, vielleicht schrauben wir das auch. Ja, Mann. Lol. Das ist einfach eine geheime Wand. Krass, ey. Okay, ich muss alle einzeln. Okay. Ja. Da brauchen wir die Kennzeichen. Da oben gar nicht mehr lang. Oder wir finden das. Ich glaube auch, hier ist eine Wand. Ja. Let's go. Okay, hab ich alle. Kfz-Zeichen. Und jetzt? Hä? Als ob jetzt nichts passiert ist, ne? Nix. Alle Schlüssel draußen? Ach, vielleicht müsst ihr das drehen. Geht nicht. Ach, doch. Vielleicht steht irgendwo was. Ach so. Hä? Ey, warum fügt man oder so wie was random, in ein Game ein und es passiert nichts? Hä? Also wie random? Soll es sein, Bruder. Ja. Ja, Mann. Oder denkst du die anderen? Oh. Das Licht? Kommt da ein Zeichen bei dem Neonlicht? Ach so. Alles an. Irgendwas ist auch noch Kennzeichen. Markiert. Soll ich die auch ausschrauben? Vielleicht dann war da. So ein Random. Wenn wir da, finde ich. Das ist witzig, das Spiel. Okay. Mhm. So richtig trocken, Alter. Was ganz anderes, ey. Einfach deutsches Kennzeichen. Hm. Berlin. Der sammelt einfach. Oh, sind das von den Opfern die Kennzeichen? Ey, ich schwör's dir. Bruder aus Deutschland auch? Safe. Ist das auch hier Deutsch, ja, ne? Ja, ich mach Sammlung. Ja. Nee, das doch. Das Auto. Ich glaub, ja. Aber was soll das hier bringen gerade? Hm. Vielleicht steht irgendwo echt was drauf. Wir drehen es mal um. Aber wir hätten jetzt keinen Zahlencode, das ist das Ding. Genau, eigentlich. Ey! Krass, Leute, voll verarscht. Komplette Verarsche einfach. Was ist mit der Tür? Warum geht die nicht auf? Ja. Auch random, ne? Hä? Was ist zur Hölle, Bruder? Manche Dinge kann man nicht, muss man nicht verstehen. Was zur Hölle passiert hier, Leute? Was soll ich machen? Was ist auf hier, ey? Warum hakt sie? Was sind diese Pakete die ganze Zeit? Greif, oh. Aha. Oh, oh. Kassette, oh, es gibt still something missing. Da fehlt noch was. Oh, da fehlt noch was. Vielleicht Licht. Okay, dann können wir die Kassette anhören. Mhm. Licht bringt gar nichts. Ja, was brauchen wir noch für eine Kassette?
Oh, hier sind noch mehr Kennzeichen. Weiter geht's. Vielleicht ist ja irgendwo was dran. Vielleicht passiert ja irgendwas, wenn man alle genau entschraubt hat. Oh, hier ist noch ein Schalter. Schlüssel. Oh Gott. Das ist der Schlüssel für oben, für was sonst? Geht doch, ey. Okay, nimm, Bruder, nimm. Hä? Musst du nehmen. Nehmen, Bruder. Nice, okay. Hat doch wenigstens was gebracht hier. Ja. Okay, aber was mit der Kassette? Genau, wir können die abspielen. Anscheinend werden wir es nie erfahren, Leute. Oh. Schade. Oh. Schicke Wohnung oder Haus. Welt. Den Ausweg finden. Okay, wir müssen immer noch raus. Schicke Wohnung, oder? Wo man sich eigentlich sehr wohlfühlen könnte, ne? Ja, Mann. Können wir eigentlich übernehmen. Lindsay, is that you making noise over there? Oh, hier ist jemand. Lindsay? Oh, shit. Oh mein Gott. Was ist das für ein Fettkopf? Oh, der Fettgeruch. What the hell is this? Am I crazy or is there someone here? Michael, I'm sure I've lost my mind. No oh one shit, der ballert uns ab. Lindsay, is that you, Mike? Oh shit. I'm sure I've lost my mind. Oh shit. There's no one here. Yo! Oh mein Gott. Durch die Couch, Alter. Okay, wir müssen noch hochgehen. Digga, der rast aus. Wo hast du einen Eierkopf, Junge? Lindsay, is that you making Nein, noise Junge, over there? Nein, Junge, ist nicht Lindsay. Hello, Lindsay. Ich bin erstaunt über die Inneneinrichtung. Sieht gut aus. Ja. What the hell is this? So. Am I crazy or is there someone here? Hier ist keiner, Bruder. Verpiss dich. Michael, you asshole. Oh shit. Is that you? Oh Gott, der kommt direkt in Knarre. Bruder, wo soll ich mich? Ich kann mich nicht mehr verstecken irgendwo. Ich glaube, der hört uns. Der macht uns kalt, der Typ. Ja, der bläst uns einfach weg, Alter. Hier ist noch aber jemand. Frau, ne? Was ist das? Sarah, you are the sister. I can't sleep again. That's the girl from the cemetery. That's Sarah. Das Mädchen vom Friedhof. She and that asshole have known each other for a long time. Die kennen sich schon lange. Mhm. Der Typ mit der Waffe, ist das jetzt der, der uns ganze Zeit diese Zwischenspielchen macht? Ich glaube schon. Das sind die beiden hier drin. Ah, krass. Die haben uns ja hingefahren, weißt du? Ja, die sind das, ne? Kommt der? I can't sleep again. Oh, it's so drying. Stop drinking beer at night. Nein, die gehen schlafen jetzt, oder was? Oh mein Gott, direkt da. Wir sind im Schlafzimmer. Okay, wir müssen leise sein. Okay. Was ist das? Familie Simmons. This guy doesn't seem happy to be adopted. Aha, der ist adoptiert. Oh. Gotta stop drinking beer at night. Sollen wir runtergehen? Ein Abgang, Junge. Boah, da sind überall. Überall so eine Zeitschrift. Können die mal weggehen jetzt? Die Frage ist, wo sind die genau, ne? Schleichen? Oh mein Gott. Hat er mich gesehen? Ich glaube nicht, oder? Nein. Der hat mich nicht gesehen. Oh, Glück gehabt. Okay, der ist unten, ne? Ja. Oh, shit, was ist das? What the hell is this? Whoa. Whoa. Oh mein Gott. Ist das wieder Oma, Alter? Ich kann die Aussicht, Alter. Verdammte Oma, Junge. Whoa. Junge, wie sieht die aus? Hat die auch eine Waffe oder was? Hey, halt's Maul, Alter! There's a man breaking into a... Oh mein Gott! Frederick! There's a man breaking into our house! Stribbel. Hey, who's there? Oh, easy. I'll shoot without warning! Oh shit. Lindsay, is that you making noise over there? Hello? Ja, wo ist der? Sie wollen den Code wissen, finden Sie den Namen des Künstlers heraus. Ich weiß nicht, wie ich dir sonst den Tipp geben soll. Okay, wir brauchen einen Code. Namen des Künstlers? Wo ist denn Paul dabei? Hey, sei leise! There's a man breaking into our house! Frederick! There's a man breaking into our house! Die versperren den Weg, Bruder. Vielleicht knallt er dir ab, Alter. There's a man breaking into our house! Aber geil, wir wissen jetzt, wo wir geguckt haben. Ja. Warte, wo haben wir dann nicht? Ja, wir brauchen irgendeinen Code. Vielleicht ist hier ein Code. Hello? Lindsay?
Ja, irgendein Künstler, ne? Ja. Da steht da gleich so ein Picasso. Ah, wir können auch Stühle wieder nehmen. Mhm. Ich muss noch irgendwo hoch. Da alle Bilder, die auffallen. Ja. Aber wir brauchen noch irgendwo, wo müssen wir den Code eingeben, ist die Frage. Ja, was liegt da? Weißt du? What the hell is this? Am I... Hey, who's there? Arm! I'll shoot without warning! Lindsay, is that you making noise over there? There's a man breaking into our house! Lindsay! Lindsay, is that you making noise over there? There's a man breaking into our house! Lindsay! What the hell is this? There's a man breaking into our house! It's got the Abwehr. Get up, I'm sorry, I lost my mind! No one here! Jetzt kann ich ihn abwerfen! Ah, den Typen, ne? Vielleicht kann ich ihn töten. Das wäre natürlich besser. Könnten wir entspannt gucken. Da sind wir jetzt unter Druck. Okay, ich schleiche jetzt. Aber wohin? Was kann ich da nehmen? Ist ein Künstlertipp. Ist der noch ein Zettel gewesen? Wie hab ich die Lampe genommen, Alter? Ja, warte, gibt's hier einen Keller? Ah ne, wir kommen ja aus dem Keller. Oh shit. Hat er mich gesehen? Wann soll ich, Bruder? Ich hab keinen Raum gesehen, wo wir... Planlos, weil oben waren wir, jetzt sind wir unten. Where did I put my sleeping pill? Und vor allem denkst du, wir können irgend so ein Bild packen. Oh, die hat Schlaftabletten, meint die. Aha. Die meint, wo hab ich hingetan? Shit, der ist hier. Oh, die ist da. Er ist oben. Gotta stop drinking beer at night. Da links, da ist noch nicht. Hier war ich noch nicht. Kurz mit Toilette. I can't sleep again. Oh, it's Schlaftabletten. So oh, krass. Boah, schlau, Digga. Oh, man kann sich hier verstecken. Oh, mach dir keine Sorgen um Simpson, Herr Simons. Ich habe bereits einen Platz für Sie auf dem Friedhof vorbereitet. Boah, und du hast es selber gesehen, was Menschen von seelenlosen Robotern unterscheidet, ist das Vorhandensein von Gefühlen. Simons hat keine, also nehmen Sie einen dieser hässlichen Kerzenständer und schlagen Sie den Bürgern die Köpfe ab. Okay. Sollen wir das jetzt tun? Meint er, wir sollen die tot hauen? Kerzenständer? Das sind die Simons. Ja, ja. Er will die auch entsorgen. Ja, der hat sogar einen Friedhof für die vorbereitet. Deswegen sollen wir die töten, meint er. Krass, also wir sollen die arbeiten. Okay, ich hab Schlaftabletten, die will die ja die ganze Zeit. Ich glaube, ich kann die jetzt irgendwo hin tun. Was trinkt die? Wir müssen die stalken, los. Also vorbereiten, ne? Ja. Und vielleicht dann dem Typen den Kopf mit dem Kerzenständer. Where did I put my sleeping pills? Ja, die geht immer die E suchen. Da müssen wir müssen die ja Lindsay, vorbereiten. Is that you making noise shit, over there? Der hat mich gehört, der hat mich gehört. Hello, Lindsay? Der hat mich gehört, Bruder. Hey, who's there? Arm! Check dich. I'll shoot without warning. Lindsay, is that you making noise over there? There's a man breaking into our house! Hey, get okay, wo trinkt die? Wo trinkt die? Die geht immer in die Küche, wir müssen die da abstellen. Wir müssen Pflanzen zerstören. Was? Da ist ein Schlüssel. Ah, irgendeine Pflanze. Hier ist eine zum Beispiel. Aha. Aber wie nehme ich die? Warte, die geht immer hier. Warum müssen wir denn nicht die Schlafzimmer irgendwie dahin klatschen? Vielleicht da reinklatschen. Oh, lecker essen. Vielleicht ist sie dann leiser. Lindsay, is that Yo, you making noise over there? Na, dein Maul jetzt. Hey, oh, shit. Who's there? Shit, gib mir die Tabletten. I'm sure I've lost my mind. Ja, lass kurz testen, ob wir schon mal die Tabletten können. Genau. Mach schon mal das erledigt. Ah, sehr gut. Okay. Okay. Das war's, ne? Und jetzt ist drin. Verstecken wir uns. Oh, jetzt knallt sich das rein, Leute. Jetzt setzen wir die auf Stoff. Oh. Was macht die? Geh trinken, Mann. So. Geh mal trinken jetzt. Rudi, pfeift der immer deine Tablette rein. Bruder. Guck mal deine Haare an. Where did I put my sleeping pills? Okay, die trinkt jetzt. Komm schon. Moment. Jawohl. Yes, sir. Geh entspannen, Junge. Einer mit. Okay, dann haben wir nur den alten Sack. Wir brauchen kein Bier trinken, sie pfeift die Stelle. Oh nein. What the hell is this? There's a man breaking into our house. Michael, you asshole. Is that you? Lindsay, is that you making noise Wenn over there? Wenn jetzt vergessen hat, dann hat die alles. Hello? Lindsay? Oh. Ich dachte, die kippt jetzt langsam um. What the hell is this? I'm sure I've lost my mind. Oh nein. Oh nein. Okay, ich schleiche direkt ins Badezimmer. Aber er kommt jetzt, oder? Glaube. Ist eine gute Idee.
versuche die ganze Zeit zu schleichen. Genau, auf safe. Und dann müssen wir... Die Schlaftabletten reinmachen. Ich frage mich, ob wir den noch aushalten müssen, ne? Vielleicht können wir den... Können wir diese Lampe nehmen? I'm sure I've lost my mind. There's no one here. Hey, who's there? Whoa. I'm armed. I'll shoot without warning. Ich kann Lampen nehmen. Auf jeden Fall. Whoa, clean man, motherfucker, Alter. Lindsay, is that you making noise over there? Hello, Lindsay? Okay, kannst du die Lampe da auch nehmen? Hey, who's there? I'm armed. Okay, I'll shoot without warning. Hey, schieß, who's Junge, there? Schieß. I'm armed. I'll shoot without warning. Oh, warum steht die daneben? There's a man breaking into our house. Bring mal deinen Tee da, sei leise. Who's there? I'm armed. There's a man breaking into our house. Without warning. I'm sure I've lost my mind. There's no one here. Nice. What the hell is this? Am I crazy or is there someone oh, here? Michael, you asshole. Is that you? Where did I put my sleeping pills? What the hell is this? There's a man breaking into our house. Arm. I'll shoot without warning. What the hell is this? Nein, man kann es doch nirgendwo verstecken, ne? Egal, ich klatsch den Tod in. There's a man breaking into our house. Komm, Junge, komm. Lindsay, is that you making noise? There's a man breaking into our house. There's no one here. There's a man breaking into our house. Oh, hat nichts gemacht. There's a man breaking into our house. I'm sure I've lost my mind. There's no one here. Ey, sie hat abgeschlossen. I'm sure I've lost my mind. Bruder, er ist immer noch nicht no tot. Here. Ey, wie lange? Das stimmt nicht. Und hier ist immer noch keine Pflanze, die ich nehmen kann. Hey, who's there? There's a man breaking into our house. I'll shoot without warning. Ach, der hat nur einen blockiert. Who's there? I'm armed. I'll shoot without warning. Hier ist eine Pflanze. Oh. Nimm, nimm, nimm. What the hell is this? There's a man breaking into our house. Someone here. I'm sure I've lost my mind. There's a man breaking into our house. Oh mein Gott, die nervt! Ich brauche eine Bombe, ey. Bruder, trink mal deinen Drink jetzt! Nein, die sperrt uns ein. Hey, Bruder, er schluckt die ganze Zeit, das stimmt nicht. Wie war's das? Boah, hier ist in der Mars. Oh, Mann. I'm sure I've lost my mind. There's a man breaking into our house. Okay. Aber welche Dings brauchst du? Bruder, wir schleichen die ganze Zeit. Ja, hab ich ja grad. Dann kommt, der kommt aber trotzdem. Aber die Pflanze können wir gar nicht nehmen. Weiß nicht. Und welche Pflanze, wenn überhaupt, ne? What the hell is this? Am I crazy or is there someone here? Michael, you asshole. Is that you? Also welche Pflanze kannst du kaputt machen? Lindsay, is that you making noise over there? Das heißt, klatscht der jetzt Tabletten rein? Geht das auch? So, so geht's. Ja, perfekt. Aber kommt jetzt. Genau, das ist der erste Schritt, den wir machen können. Dann ist die schon mal weg, dann nervt die nicht. Boah, die Lasagne. Leute, Cheat Day. Ich auch jetzt der gerne wird gefetzt. So, jetzt warten wir, bis sie das genommen hat. Oh, kommt. Wir warten, bis sie Knockout ist. Ihren Drink. Und den Typ, ich weiß nicht. Irgendwie können wir den auch nicht. Der hat auch drei Pflanzen. Wie können wir den drei Lampen auf seinen Nacken bekommen. Mhm. Ist nicht gestorben. Ich glaube, der ist nicht zu besiegen. Da müssen wir. Wir müssen, glaube ich, irgendwo finden, wo es einen Code gibt. Wo wir irgendeinen Code eingeben können. Mhm. Okay, sie trinkt jetzt, glaube ich. Nice. Okay, ich verstecke mich. Oder sie sieht mich hier. There's a man breaking into our house. Sie sieht mich. Das ist ihr Ernst. There's a man breaking into our house. Lindsay, is that you making noise over there? Hello, Lindsay. Meinst du, sie sehen mich hier? Nein, ich glaube nicht. I can't sleep again, and it's so drying. Okay, nice. Da haben wir die ausgetrickst. Perfekt. Kerzenständer und Schlange. Wir müssen Kerzenständer nehmen oder so. Okay, haben wir ja teilweise schon, ne? Das war ja eine Lampe. Kerzenständer. Aber wir gucken, ob wir jetzt einen Kerzenständer sehen. Okay, die müsste jetzt eigentlich gleich Knockout gehen, oder? Ja. Küche, müsst ihr die Pflanze zerstören? Ah, vielleicht mit dem. Mit den anderen Lampen, ne? Ich glaube, die Frau ist ausgenockt, oder? Ich glaube, die schläft jetzt. Müssen wir uns damit zerstören? Is that you making noise over there? Okay, dann hello! Kommt Lindsay!
Okay, die ist ausgenockt. Die ist ausgenockt. Ja, die ist vielleicht kann ich was bei der machen. Lass mal gucken, genau. Wo ist sie hingegangen? Hä? Gab es noch ein Schlafzimmer? Ah ja. Okay, sie ist knockout. Die chillt da erstmal. Schau die tot. What the hell is this? Am I crazy or is there someone here? Michael, you asshole. Is that you? Kommt. Was soll ich jetzt machen, aber? Gotta stop drinking beer at night. Also wie kann ich die Pflanzen kaputt machen? Vielleicht muss man hier weiter. Guck mal, gehen wir mal runter in die Küche. Und wenn ich Geräusch mache, der kommt direkt. Wir haben nur Hände und Tasten. Geh mal einfach so, dass du da so dran kannst. War hier noch eine? Oh, du dich. Gotta stop drinking beer at night. Da ist nur eine Pflanze. Der hat die einfach so genommen? Hä? Da war kein Symbol. Nee, ich glaube, wir brauchen einen Code. Wir müssen aber nur gucken, wo wir den Code reinmachen. Weil hier steht was mit Code. Wir wollen den Code wissen. Finden Sie den Namen des Künstlers. Ich weiß nicht, wie ich dir sonst... Komm, also wir brauchen irgendwo ein Zahlenschloss, weißt du? Ja, ja. Aber den haben wir noch nicht gefunden. Ich hatte mir so gedacht, man sieht, man kann so ein Bild untersuchen und es steht da so Picasso als Beispiel. Genau. Das wäre jetzt ich denke mir, beim Zahlenschloss ist vielleicht ein Bild. Und da ist dann vielleicht Picasso. Und das dann irgendein Code. Weißt ja. du? Ja. Sonst guck. Oh shit. Hat er mich gesehen? Ich glaube genau. Okay, der macht immer nur da seine Route. Stop drinking beer tonight. Is that you making noise over there? Oh, der hört, wenn ich stinkt. Hello! Lindsay! Wenn ich die Tür anpacke. Klingel bewegst, ne? Was macht der da überhaupt, Alter? Oder einfach ein Tierdo. Ja, erstmal ein Tierdo. Crazy, ey. Auf süß. Was macht der mit Kerzenständer? Oh, kann man den Code bekommen, ey. Ja, man, Kerzenständer. Oh, er kommt, er kommt. Ständer. Machen, also. Ich habe jetzt auch keinen auffälligen Kerzen mehr gesehen. Ne? Noch irgendwas bei der Frau noch? Hm? Okay, guck mal, dann nehmen wir das Bild. What the hell is this? Oh nein. Am I crazy or is there someone here? Michael, you asshole! Is that you? Bei dir kann man nichts machen. Ja. Wir brauchen den Kauf. Also wir müssen gucken, wo gehen wir den ein. Kann man eigentlich schon versuchen, irgendein Bild zu nehmen? Oder so? Nein, wir müssen... Da, wo der Code ist, ist wahrscheinlich ein Bild. Ach so. Weißt du? Ja. Wir müssen erst mal den Code finden. Ja. Ach so. Dann. Oh shit, der steht da einfach. Ja, genau, alles aufmachen. Krass. Ach krass, steht. Wir können auch Stühle nehmen. Wir müssen nach oben gucken. Vielleicht gibt es Dachboden. Ja, das stimmt, stimmt. Irgendwie habe ich das auch Gefühl, wir brauchen noch einen anderen Raum, den wir öffnen müssen. Oh, oh mein Gott. Aha. So, kommt okay, wir müssen alles öffnen auch, ne? Und das war dann doch bei der Frau. Okay, nice. Okay, verwende. Okay, jetzt brauchen wir nur noch einen Code. Jetzt die Code. Jetzt wissen wir schon mal, wo wir eingeben müssen. Okay, nicht, dass Alarm angeht. Wir brauchen jetzt den Code noch. Die Frage ist, wo ist der? Okay, was meint der? Irgendein Künstler? Künstler, ja. Das heißt schon Bild angucken, ne? Wir gucken uns die Bilder an. Locker hat er da irgendwas hingeschrieben. Was ist das? Zoomen alle alles dran. Einfach gleisen. Ja, der markiert immer die Sachen als Aufgabe. Hast du schon das dritte Bild angeguckt? Oh shit. Hast du denn nochmal gesehen? Der steppt. Wo geht der? Oh. Gotta stop drinking beer at night. Er geht ins Badezimmer. Ja. Meinst du, er geht hier durch? Nee, ich glaube, der kommt nicht durch. Shit. Okay. Wir bauen nur noch einen vierstelligen Code. Auch noch kleine Bilder? Aber selbst wenn Da Vinci zum Beispiel. Ja.
Was sind jetzt an Da Vinci 4 Zahlen? Ich habe eher die Hoffnung, dass er da einfach eine Zahl markiert hat. Ach so, der markiert ja oft so Dinge, weißt du? Wir konnten auch ein paar Bilder nehmen. Jeden Tag kommt hier ein Gaming-Video, Leute. Ihr wisst. Daily Uploads. Ihr wisst keine Pause. Ich mach nichts zu, sonst kommt er. Aber hier waren auch Bilder. Gotta stop drinking beer at night. Oh. Verdammt, das ist der schlimmste Tag in meinem Leben. Ich wollte mich gerade mit Hannah treffen. Da sah ich diesen Jack aus ihrer Wohnung kommen. Und sie hat ihn geküsst. Ich werde ihn töten. Was? Aber das ist keine Nummer, ne? Mit diesem Jack, der meint uns. Ach so. Er ist eifersüchtig auf uns. Wir sind Jack. Der wird uns dran kriegen. Mit Hannah. Now I know why I'm in all this trouble. Jetzt weiß ich, warum ich... Ja, Mann. Ja, Mann. Vielleicht ist das auch ein Kollege oder so. Ja. Drehen. Diese Nummer? Das ist die Schwester, die ich nie hatte. That's the girl from the cemetery. Das Mädchen vom Friedhof. Das ist Sarah. She and that asshole have known each other for a long time. Egal, öffne alles. Da haben wir ich bin jetzt Simons. Aber etwas sagt mir, dass ich nie ein guter Sohn... Ah ja, der war ja adoptiert. Mhm. Die will er auch umbringen. Okay. Ist der hier oben? Ne, der ist unten, ne? Der kommt aber gerade hoch. This guy doesn't seem happy to be adopted. Scheint nicht glücklich darüber zu sein, adoptiert zu sein. Ja. Okay, es war eigentlich... Alle Bilder, die man so aufnehmen kann. Ich kann nur mal gucken. Unten, wo der mal chillt. Achso. Oh. God, he's obsessed with my Hannah. He's been spying on her. Okay, der stalkt uns. Also das ist Hannah, unsere Freundin. Und der stalkt die ganze Zeit. Komplett. Ja. Okay, mehr ist hier oben nicht. Dieser Code. Wir brauchen immer noch einen verdammten Code, Alter. Wir suchen immer noch den Code. Und welches Gemälde, Bruder? Hä, das war hier zweimal schon. Leute, von wem ist dieses Gemälde? Ja, Mann, das haben wir unten auch schon gesehen. Hast du schon den Code? Noch nicht. Das war oben im Schlafzimmer. Das genau, war doppelt. Oh. Wir können alle Schränke angucken. Warte, hier chillt auch ab und zu. Ist so. Vielleicht ein Zeichen, das ja, ist. Ja, Mann. Da, das kleine Bild war da. Um den Code. Wie auch immer wir den jetzt bekommen hätten können. Wo war der denn? Das war interessant. Genau, wo war der? Schau mal, überzeugen wir uns davon nochmal. Selber. Ja, vielleicht das Jahr? Nee, macht auch keinen Sinn. 2309. Zu 19 irgendwas hätte jetzt Sinn gemacht von dem Gemälde, wann das gemalt wurde, aber genau, wie hätte man das jetzt rausfinden sollen? Okay, gehen wir ein, ne? Ja, interessante Gewissheit. So. Ja. Lösung. Schreib mal, wie. Aber schreib mal, wo du den gesehen hast. Da können wir noch mal hingehen, ne? Genau. Hast du noch nicht eingeben? Genau. Guck, das war zweimal. Ja, genau, das war zweimal. Aber daraus reime ich mir jetzt keine Zahlen irgendwie. Ich kann aber bei dem unten gucken. Der kommt jetzt hier. Da ist es auch schon wieder, ne? Ist die ganze Zeit da. Das können wir vorstellen, das hat was mit dem Bild zu tun, aber. Wie kommt man auf die Zahlen dann? Okay, soll ich eingeben einfach? Also, ich warte. Können wir mal fürs Video da so reingehen? Also, wenn die Lösung immer am besten noch. Wie. Genau, von wo? Genau, von wo? Dann. Ah, da bei dem Bild. Ah, ich hab's gesehen. Okay. Okay. Oh shit. What the hell is this? Oh, am I crazy or is there someone here? Leute. Michael, you asshole. Hier ist der Code. Da ist der Code. 2309. Bam. Isabel Rivers. Müssen wir es merken, dann ab. Einfach direkt neben dem Zettel. Einfach da. Da war ja der Hinweis. Oh shit. Er macht mich gerade. Leute, wir müssen den Code jetzt eingeben. I'm sure I've lost my mind. No one shit. Here. Egal, wir haben den Code. 2309, ne? Nein, ja, Mann. 2309. Okay, what the hell is this? Am I crazy or is there someone here? Sorry, ich muss kurz. Michael, you asshole. So, zwei, was war? 2, 0? 23? Ne, 23 schon mal so. Okay, mal auf, Bro. Nice.
Jack, du hast recht. Oh mein Gott, ich war, Alter! Den Schlüssel, ah ja. Bist du aufgewacht? Jetzt zum Topf. Hey, who's there? I'm armed. Jetzt können wir den Topf vornehmen. I'll shoot without warning. Okay, let's go. What the hell is this? Am I crazy or is there someone here? Okay, hier ist der Schlüssel drin. Das stand gerade in dem Zettel drin. Bam, let's go, let's go, let's go. What the hell is this? Okay, raus hier, raus. Hey, who's asleep again? I'm armed. And it's so dumb. I'll shoot without warning. Oh, shit. Nein. Ach, die schläft hier die ganze Zeit. Und die hört das dann jetzt, glaube ich. Ah, 23.09. So, und jetzt schalten wir frei, dass wir... Frederick! There's a man breaking into our house! Lindsay! Egal, gerne. Bist du das? Lindsay! Let's go! I'm sure I've lost my mind. There's no one here. Leute, wir müssen jetzt hier raus. Lindsay, is that you making noise over there? Where did I put my... Hello! Lindsay! Nimm, Bruder, nimm. Raus da. Lindsay, is that you making noise? I'm sure I've lost my mind. There's no one here. Oh mein Gott. Frederick! Hey, who's there? There's a man breaking into our house! I'll shoot without warning! Hä, falsche Tür, ne? Falsche Tür, ne? Lindsay, is that you making noise ja, over Mann, there? Das war doch eigentlich die Haustür. Hello? Hinten vielleicht Lindsay? Bei dem. Ja, vielleicht. Achso, ja. Lindsay, is that you making noise over jetzt, there? Aber egal. Hello? Jetzt Lindsay? Oh, sure I've lost my mind. Was? Was? Der schießt er. Nein, vor einem Bot, Alter. Er dreht sich so. Seine Kugel. What the hell is this? Am I crazy or is there someone here? Oh, dann nervst nicht, Alter. Michael, you asshole. Er nervt richtig. 2, 3, 0, 9, let's go. Er nervt komplett einfach. Verdammter Kopf, Alter. Verdammter Eierschädel, Junge. Komm, Junge. I'm sure I've lost my mind. There's a man breaking into our house. Let's go, bro. I'm sure I've lost my mind. There's no one here. Go. Lindsay, is that you making noise over there? Hello? Lindsay? Lindsay, is that you making noise over there? Hello? Nein. Lindsay? Nein. Sag sich, er ist weggegangen. Where did I sure I've lost my mind. Nein, wo ist der Schlüssel? No one here. Der Schlüssel ist weggegangen. Ist weg. What the hell is this? Was kannst du keinem erzählen? I'm sure I've lost my mind. Habt ihr nicht? No one here. Kannst du keinem erzählen? Nein. I'm sure I've lost my mind. Bei dem? There's no one here. Ach, man kann jetzt alle nehmen. Ach, krass. Lindsay, I'm sure I've lost my mind. There's no one here. I'm sure I've lost my mind. There's no one here. There's a man breaking into our house. Vielleicht ist er woanders jetzt. I can't sleep again. Vielleicht ist er nicht in der gleichen Pflanze. Oder er ist in der Wand geglitscht. Kann auch sein. Oder weggeglitscht. Frederick! There's a man breaking into our house. Hello! Lindsay! What the hell is this? Verdammt. Am I crazy or is there someone here? Oder es gibt's nicht, ne? Michael, you asshole! Is that you? There's a man breaking into our house! What the hell is this? Gib mir deine Pflanzen, Junge! Someone here? Gib mir deine verdammten Pflanzen! Nein! Is that you? Oder? Die ist doch schon halt tot, Alter! Die ist doch schon tot! Die hat in die Strom-Steckdose gepackt. Ja, Mann! I'm sure I've lost my mind! Hey, Bruder, bringst du Ende? Okay, Leute, ich fand zwar verbuggt. Verdammt, Eierschädel, sei leise! 09, Bruder! Come on! Is that you making noise over there? Frederick! Hey! There's a man who's breaking there? Into our house! I'll shoot without warning. I'm sure I've lost my mind. Lindsay, is that you making noise over there? So, hello! Sag, Lindsay! Um die Ecke hier. Lindsay, is that you making noise over there? Hello! Lindsay! Where did I put my sleeping hey, pills? Hey! Who's there? Alarm! I'll shoot without. I'm sure I've lost my Frederick! Mind. Frederick! There's a man breaking into our house! Lindsay, is that you making noise over there? Yeah. Hey! Ah, oh, Alter. Let's go! Yeah. Wir haben es geschafft, Leute! Yo, clean, man! Motherf***, Alter! Let's go! Oh, wir sind auf der Straße jetzt! Wir sind auf den Streets! In der Nacht! Oh mein Gott, die Nachbarschaft! Als ob die es nicht hören, die ganzen Schüsse, Alter! Lastgeleckte Nachbarschaft! Bruder, wilde Street hier! Fette Häuser! Sieht gut aus! Gepflegte Nachbarschaft! Ganz wild. Okay. Step mal da hoch. Hello Neighborhouse, Alter. Das ist eine Kirche. Ja, Mann. Oh, creepy Vibes, ne? Oh. Ist einfach offen. Geh niemals in die Kirche um 3 Uhr. Der Leib Christi. Wer zur Hölle? Sitzt da nachts in der Kirche rum. Wer creept da nachts rum? What the hell is going on, Hitman?
Psychosis. Ah, ist das der Psycho? Das adoptierte Kind. Digga, das ist der. Hä? Der uns die ganze Zeit warte, ist das unsere Freundin? Hat die uns verarscht? Und sie ist der Psycho. Das ist doch Hannah, oder? Ah, ne, hat Bart. Hannah hat einen Bart, hat Testo gespritzt. Lächelt der, oder was? Der so, ich will Hannah. Well, well, well. Sie an. Look who found his way. Wen wir gefunden honestly, haben. Jack, ehrlich gesagt, Jack, ich hätte nicht gedacht, dass du bis zum Sonnenaufgang schaffst. Wo ist Hannah? Straight to the point. Direkt zum Punkt gebracht. Well, Hannah ist drinnen neben mir. Her place is ihr Platz ist hier. Eigentlich ist sie schon vor langer Zeit ohnmächtig geworden. Oh shit. Oh shit. Du, was für ein crazy Spiel spielst du hier? Lass sie sofort los. Wie erbärmlich du bist. Lass sie jetzt gehen. Ich weiß, was sie in dir sieht. Du wirst für alles bezahlen, was du angetan hast. Wenn die zur Vernunft kommt, werde ich in der Nähe sein. Du wirst in irgendeinem Grab verrotten. Oh shit. Oh oh, oh mein Gott! Oh Gott, also der Hohlmarscher. Oh, aber wow! Alter! Hey! Hell, he's stronger in a fair fight. I need to sneak up on him. Okay. Er sagt, er muss sneaken. Bringt nichts, so zu kämpfen. Okay, okay, ein Messer. Oh, wir müssen jetzt abschlachten, das ist unsere. Hell, he's stronger in a fair fight. I need to sneak up on him. Okay, wir müssen uns ranschleichen. Okay, können wir noch werfen? Ja, aber hat kein Leben abgezogen, oder? Mm. Was haben wir denn? Wir Feuerzeug? Wir müssen befreien abhauen, jetzt mit dem Auto. Ja, wir haben jetzt gelernt zu sneaken auf jeden Fall. Mm. Durch die Eltern. Wir müssen es clever machen. Ist er reingegangen? Okay, brauchen wir irgendeine Waffe, oder? Uns abwerfen ist nicht... Bringt jetzt nicht oder so ins Gesicht viel, werfen. What was that? Jack, are you trying to be sneaky? Don't you have the guts to fight me in a fair fight? Ich hab den abgeworfen. Hat er Leben verloren? Ich frag mich auch, wo ist sein Leben? Nimm das! I heard that. Soon your puny hat nichts gebracht, ne? The ground. The grave has been dug. You okay. Can rest assured. Eigentlich müssen wir uns die Waffe von dem Opa nehmen, Alter. Brauchen dicke Waffe eigentlich. Oh. Oh, nice, nice. Ah, schon besser. Okay. Stick. Oh shit, was geht ab? Hä? Haben wir eine Zeitbegrenzung? It's the middle of the night. I've gotta hang on. Es ist mitten in der Nacht. I'm not giving Hannah to him. Ihm Hannah nicht geben. Gehen wir nochmal rein, Alter? So, eigentlich brauchen wir was Massiveres als einen Holzstock, ne? Ja, eine dicke Waffe von dem Opa, Alter. Boah, können wir die Waffe denn entwenden? Wäre krass. Ich weiß nicht, vielleicht. Hör mal auf, Junge. Mist, das jetzt zu, ne? Okay. Ja, wir einfach kaputt damit. Mit dem Stick? Wir machen es damit. Okay, komm. Ich krieg das schon hin. Haben wir noch erste Hilfe? Haben wir nicht. Okay. Wir müssen einfach genug in Deckung gehen. Ja. Und ein paar Bomben verteilen. Aber was bringt jetzt Sneaken, Alter? Ja, weil... Okay, steht direkt da. Krass. Oh, shit. Ich kann Steine hinwerfen, aber... Jack, versuchst du etwa... zu schleichen. Hast du nicht den Mut, in einen fairen Kampf gegen mich anzutreten? Psycho Mike. Dickste Ansage. Er wird frech. Was hey, daran, geht eh rein. Was ist daran fair, wenn der ein absolutes so. Metzger-Ding hat? Bruder, er dreht richtig durch. Er rastet aus. Hell, he's stronger in a fair fight. I need to sneak up on him. Wie kommen wir hinter dem? Gleich tot einfach. Digga, der hat viel mehr Leben und der zieht mehr ab. Ich treffe den nicht mal. Er nimmt kein Leben. Okay. Glaub oder? Ich. Zieht das ab. Hat es was abgezogen oder nicht? Glaub. Er kann da gar nicht raus irgendwie. Ja, er ist da gefangen. Nicht viel. Jack, are you just gonna keep hiding? Junge, guck, er verliert kein Leben, Bruder. Okay, wir müssen ein Loch finden, glaube ich, oder so. Man muss ja hinter den, weil es nicht. Was für ein Loch, Bruder? Wir müssen da irgendwie da reinkommen. Die von diesem verdammten. Da kommt er da nicht raus. Ich habe das Gefühl, wir müssen nochmal gucken, ob da ein Schlupfloch ist oder so. Wir brauchen bessere Waffen. Aber was heißt, hat da nichts mit Sneaky zu tun? Ja, Sneaky heißt ja so hintenrum, weißt du? Ja.
Das ist ja doch irgendwie. Okay, wir müssen uns hinter den sneaken. Ja, wir nehmen trotzdem den Holzbalken. Ja. Wir müssen irgendwie. Vielleicht ihn rauslocken mit Stein. Und dann den da drosseln. Irgendwie so ein Film. So, dass, wenn er zurückgeht, dass wir den dann. Müssen wir ihn ersticken können oder so. Ja, wir sind keine Steine. Würden wir auf seinen Rücken schlagen können. Ach so. What are you up to? Come at me and fight like a man. Riss durch, Mann. Hell, he's stronger in a fair fight. Der geht da nicht raus. I need to sneak up on him. Warte, kann ich ihn jetzt hier rauslocken? Oder werft ihn mal. Ich sag hier. Massiv ins Gesicht. What was that? Was war das? Jack, are you trying to be sneaky? Don't you have the guts to fight me in a fair fight? Aber der kommt gar nicht raus, ne? Ne. Oder werft nochmal einen Stein. Wir müssen rein. Was? Oder, genau, schlag mal ein Fenster ein. Soon your puny body will be in the ground. The grave has been dug, you can rest assured. Jack, though you're a miserable little rat, you can't sneak in here unnoticed. Guck mal, ob da noch eins ist, wo man eventuell reinkommt. Oh, hier. Oh, nice. Nice. Jack, are you trying? Okay, da können wir hinter den Sneaken. Don't you have the guts to fight me in a fair fight? Glaub mir da. Schränk den nochmal hier ab. Jack, though you're Psycho Mike. Little rat, you can't sneak in here unnoticed. We can. Doch, wir können. Guck, Rücken. Und jetzt? What are you guck. Are you gonna keep running? Man muss so weitermachen dann. Immer Stück für Stück, ne? Oh shit. Ein bisschen schuften vielleicht. Ich dachte, ich kann ihn jetzt so strangulieren, Alter. Ich glaube immer wieder an die gleiche. Aber wir können ihn hier ablenken. Genau, ablenken. Okay, der sieht uns. It's the middle of the night. I've gotta hang on. I'm not giving Hannah to him. What was that? Bruder, er bewegt sich komisch. Er bewegt sich da rein. Don't you have the guts to fight me in a fair fight? Geh da hin, Bro. What are you up to? What are you up to? Oh shit, wie schnell! Hell, he's stronger in a fair okay, fight. Okay, so Stück für Stück müssen wir mal leben. Okay, 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 okay. What the hell, Alter? Schade, keine stärkere Waffe. Ja. Ich hab aber keine Steine mehr, ich muss die aufsammeln irgendwie. Ach so, auf Krampf, ne? Ey, er sitzt doch gleich hin. Warte, er wusste. Öffne, öffne. What was that? Oh. Jack, are you Jack, remember? When the clock strikes six, ah, okay, okay. You lose. Ja gut, ich glaube, den auch haben. Oh, wenn Jack 6 ist, dann verliere ich, meinte. When the clock strikes six, you lose. Hannah oh, will be mine. Wo ist denn die Uhr? Forever. Jack, remember, Jack, remember. When the clock strikes six, you lose. Wo ist die Uhr? Hannah will be mine. Forever. Oh, shit, Alter. What was that? Jack, are you trying to be sneaky? Don't you have the guts to fight me in a fair fight? How long are you gonna keep running away from me? Ja, anders geht's. Okay, bei jedem Gong ist eine Stunde vorbei oder eine Minute. How long are you gonna keep running okay. away from me, Jack? Are you just gonna keep hiding? Why did you come all the way out here, once you're afraid to even show your face? How long are you gonna keep running away from me? Okay, unser Leben geht aber wieder, füllt sich auch wieder. Ja, mit jedem Hack und wenigstens baut sich das aber auf. Okay, eigentlich immer hier dann. Genau, damit er nach da guckt und dann hin. Soon your puny body will be in the ground. The grave has been dug. You can rest assured. Ja, steht aber hier so komisch halt. What are you up to? Come to me. What are you up to? Oh, es hat mir einen Hit gedrückt, aber. Ah, nice. Jetzt geht doch. Weil jetzt kann man ihn drücken, aber. You're gonna keep running away from me. Unser Leben geht auch wieder. He's stronger in a fair fight. Das heißt, wir können mehr. Need to sneak up on him. Als nur ein Punch. Okay, wohin soll ich denn noch? Dass der komplett. Ja, da kannst du eigentlich immer hinwerfen. Ja. Aha. Oh. Hau rein, Bruder. Hier auf deinen Nacken drauf, Junge. Stirb! Er klappt zusammen. Stirb! Meinst du, ich krieg den? Let's go! Let's go! Yes! Junge, gib uns Hannah zurück, Mann. Du Psycho. Sargschlüssel. Verdammter Psycho, Alter. Boah, nimm, oh, der macht gleich auf, Bruder. Ey, nimm nur die Machete mit. Geh zum Sack. Und nimm dir die Machete nicht mit. Egal, scheiße. Egal.
Hanna, komm. Hanna. Shit. Ich hoffe, lebt ihr noch? Auf uns drauf. Ich hoffe, auf den Typ drauf. Let's go. Oh. Hanna! Oh. Ah, perfekt. Grillhähnchen machen wir aus. Da sind noch die Kerzenständer, die wir meinen. Genau. Let's go, beim Hanna zurück. Let's go! Wer wird jetzt zum Grillhähnchen gemacht? Let's go! Wir haben Hanna back. Kirche verbrannt, Psycho-Mike verbrannt. Oder? Ja, Mann. Jetzt gibt es keinen Haken auf dich, ne? Sieht doch noch irgendwas. Kuschelig warm, Lagerfeuer, kaum noch Marshmallows braten. Wir retten unsere Freundin. dieses Ding hier. Symbolbacke. Ich habe das Gefühl, der überlebt irgendwie. Irgendwas ist doch da. Der wacht doch jetzt noch auf, der Bruder. Das Ganze hat doch noch einen Haken, Leute. Ich schwör. Jetzt. Jetzt bewegt er sich. Oh! Hey, nee. Der brennt ganz trocken. Das Spiel ist so trocken, Alter. Ist so trocken. Das ist so witzig. Am Ende so, wir haben keinen Bock mehr. Wir wollen das jetzt schnell raushauen. Scheiß auf Details. Auch das Symbol so voll so, scheiß drauf, wir laden es hoch jetzt. Ja, Mann. Schnell auf Steam. Bisschen Demo-Vibes, Alter. Ist so. Ah, Mann, der Bruder wurde Grillhähnchen zum Schluss. Ja, Mann. Schön Hähnchen. Schön Eiweiß für die Gains. Eigentlich können wir den noch essen, den Bruder. Mit Reis. Damn. Schade um die Kirche. Ja, Mann. Aber der Bruder hat sich ja irgendwie eine Kirche ausgewählt, warum auch immer. Ist so. Anna und wir, ganz romantisch. Mit unserer Glatze am Start. Ja, Mann, frisch poliert. Seiten auf Null, oben auf Null. Lebt die noch oder nicht? Das ist die Frage. Macht sie jetzt die Augen auf oder ist sie schon tot? Das sehen wir in 3. 2. 1. 1. Ja, Leute, sie lebt noch. Anna Montana! Woo! Happy End, man. Let's go. Let's go. Jack. Huh? You saved me. Du hast mich gerettet. Normal. Das Game war so trocken. Ich glaube, die Entwickler hatten Zeitdruck, das rauszuholen. Außer hier ist noch so ein Kennzeichen, sehe ich gerade. Random. Also das Spiel war irgendwie trocken, aber witzig vom Prinzip. War was ganz anderes. Irgendwie hat es gebockt, auch so ein bisschen Hello Neighbor-Vibes zwischendurch. Vor allem haben wir erst gedacht, wir sind ausschließlich nur in dieser Grube drin. Ich dachte auch, man ist jetzt in der Grube drin und da passieren Jumpscares und sowas. Irgendwie habe ich mir so vorgestellt. Und alleine das Rumzulaufen war schon ziemlich cool. Ja, Mann, aber irgendwie ein witziges, cooles Game. Ja. Ganz anders, auch ein paar Rätsel dabei und so. Auf jeden Fall, war schon sehr nice. Gar nicht schlecht, auf jeden Fall Daumen hoch für mehr solcher Games. Mann. Und fett, schreibt in die Kommis, wenn ihr noch so Games kennt, auf jeden Fall. Ja, Mann, immer rein damit, ihr wisst, Daily Uploads, da kommen sehr viele Games und auch weiter so Every coole day, Games. Fette, geile Horror-Games, Leute, ihr wisst. Abonniert den Kanal, Glocke aktivieren und checkt gerne unsere Merch ab. Hier, Brownies Merch oder die Faust, alles am Start, checkt es unbedingt ab. Link in der Beschreibung, ihr wisst Bescheid. Yes. Gönnt euch was Nices. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Peace!